Morgen Wilfried. Wilfried, wir stehen hier bei dir in den Alstromerien. Ja. Du hast eine AS-1200 in der Hand. Wir haben einen ordentlichen Raupenbefall. Ja, was tust du und wie bist du auf die AS-1200 gekommen? Ja, einfach aus dem Grund, weil es halt auch arbeitstechnisch halt eine Erleichterung ist, bevor ich jetzt die große Spritze wieder voll gemacht habe, mit Schlauch hier rein und dann volle Düse, geht das hier mit weniger Wirkstoff und weniger Mittel genauso gut und passt. Ist in 5 Minuten fertig, braucht keine großartigen Vorbereitungen zu treffen und das funktioniert sehr gut. Ja. Was für ein Setup nimmst du jetzt? Welche Windstufe, Düsengröße hat sich hier bewährt? Also eigentlich die blaue Düse. Mit einem guten Wasserdurchsatz und dann eigentlich auch Wind richtig rein, damit es halt auch in den Bestand dann reinkommt und ja. Dann nicht zu schnell und dann ist das eigentlich eine gute Lösung. Also Windstufe 3 oder 4 wahrscheinlich? Es kommt halt auf den Bestand an, man darf natürlich nicht direkt reinhalten, je nachdem, wenn es oben zu weich ist in den Spitzen, dann haut's weg. Da ja. Muss man halt ein bisschen zurücknehmen, dass man mit ein bisschen weniger Wind arbeitet. Ja. Aber das lässt sich ja gut einstellen. Das lässt sich regeln, das ist überhaupt kein Problem. Ja, Wilfried, die Belegung, welchen Eindruck hast du? Also es funktioniert tadellos. Also ich komme auch mit weniger Mittel und mit einer guten Benetzung nach wie vor durch und es passt hervorragend. Und was denkst du ungefähr, wie viel Mittel sparst du gegenüber vorher? Ich denke fast die Hälfte. Also fast die Hälfte? Ist, ja. Okay, also 40-50%. Ja, also ich habe jetzt kein Tagebuch drüber geführt, aber ja, das ist so in der größten Ordnung. Ja, ja, ja.